Das ist ein Album über die Romantik in all ihren Formen und die Art und Weise, wie diese Ära die Herzen und Sinne der Menschen beeinflusste. Es ist auch eine Hommage an einen der größten Geiger aller Zeiten, der der Romantik entstammt, Joseph Joachim. Obwohl sein Name heutzutage in Vergessenheit geraten ist, sein beseeltes Spiel vereinte die herausragendsten Komponisten seiner Gegenwart und formte eine neue Art des romantischen Ausdrucks. Es war eine Zeit des Umbruchs in der Musik, der bildenden Kunst und Literatur. Eine Zeit, in der Emotionen künstlerisch so frei ausgedrückt wurden wie nie zuvor. Jeder empfindet Romantik anders. Seine Zeit bedeutete Romantik auch eine Flucht aus der modernen Realität. Die Intensität von Joachims emotionalen Leben ließ seinem Umfeld wenig Raum. Sogar seine Frau, eine berühmte Sängerin, versuchte seiner extremen Eifersucht zu entkommen, wurde aber dennoch von ihm verlassen. Ihr Drama hatte ein Happy End. Spät im Leben wurden sie wieder vereint. Ihr Name war Amalie Schneeweiß. Genieße das nostalgische Gefühl, gerade in der Schnelllebigkeit der heutigen Zeit zurückzublicken in die Welt der Romantik. In die Welt von Joseph Joachim, dessen singende Violine und reinste Ton nicht nur die Musikgeschichte für immer geprägt hat, sondern der auch heute noch zahllose Musiker dazu inspiriert, ihre Emotion musikalisch freien Lauf zu lassen. Und ich bin einer von ihnen. Okay, right, let's.